Hier muss ich wieder noch bestellen, die E-Mails. Hallo, Winifred? Hey Winifred, da ist die Jürgen. Kennst du den Elon Musk? Ja, Musk, Elon Musk meinst du? Ja, der Musk, der Raketemann, du weißt schon, wen ich meine. Kannst du gerade mal rausgehen, der ist draußen. Was? Wie, der ist draußen? Der ist draußen, der bringt deinen Sprit. Ich dachte, der sieht nur so aus wie Elon Musk, aber... Aber wenn ich das doch sage, ich hab den auch verarscht, so wie dich, der ist jetzt Spritlieferant. Jürgen, ich muss auflegen. Oh mein Gott, was? Elon? Bist du's? Wie ist es dazu gekommen? I mean, I think it's like quite painful and difficult. Ja gut, Elon, dann hau mal rein, ich muss eben einkaufen, leider. Tipp ich Jürgen. Also, ich kaufe jetzt mal eben hier den Farbroller ein, denn ich muss ja noch... meine Wände sauber machen, bevor Kundschaft kommt. So, Dolle. Danke, Brigitte. Und dann gucke ich mir die Wand gerade einmal an. Ich werde das hier alles schön in den Petrol. Sieht doch super aus. Weiter geht's. Das ist ja komplett easy. Kundschaft. Können Sie ein Stück weiter vorfahren, bitte? Das macht dann 40... Da malt er mir einfach einen Scheiß an. Oh, stopp, nicht weiß. Nein. Jetzt habe ich den weißen Farbeimer genommen, ich Dackel. Ich wollte doch Ding. Je, boi. Je. So, ich bin gleich fertig. Fährt er gerade weg? Ah ja. Soll ich ihn vielleicht zur Hand geben? Achtung und... Schwieschwar, Schwuppsasa. Bitteschön. Gute Fahrt. Und empfehlen Sie mich weiter. Den Eingang mache ich aber trotzdem weiß, damit man so einen Blickfang hat. Das ist bei einer Tankstelle ganz wichtig, der Blickfang. Ich höre neue Kundschaft. Bin gleich fertig, eine Sekunde. Guten Tag, Sir, ich mache ihn eben einmal voll. Moment, ist da jemand hinten drin? My name is PewDiePie. I'm the fastest man alive. Okay, ich mache einfach schnell voll und dann ist alles gut. Super. Guys, check out my new favorite channel. Mike, schauen Sie mal. So von der Optik her, wie ist es? Ist nicht so Ihre Farbe? Na, dann kann mich jemand tanken. Bitteschön. Der letzte Schliff. Oh, das Dach. Das ist ja noch komplett kacke. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich das schon ziemlich schön gemacht. Was für eine Dachfarbe wähle ich? Ja, das ist es. Das ist es. Jetzt ist das Haus ja schon mal ziemlich nice, aber wie kriege ich den Rest hier sauber? Da brauche ich ein ganzes Abrissunternehmen, um den ganzen Schotter hier... Was ist hier? Oh, was haben wir denn hier? Herr Dietrich? Ja, aber ich habe doch was viel Besseres. Naja, komm, ich muss wohl ein bisschen diffiziler werden, weißt du? Bisschen distinguierter. Ich meine, wem gehört das Auto überhaupt? Das ist ja auf meinem Grund und Boden. Es kann ja eigentlich nur mein Hab und Gut sein. Ich rufe mal das Zimmer, ganz kurz. Ich bin ja gerade am Reinigen, Officer. Hier ist so viel Dreck. Ach, Sie brauchen auch Sprit. Na gut, ich beeil mich. Tschüss. Kommen Sie rein, gell? Okay. Ich hoffe mal auf den Schatz. Ja? 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 1000 Jahre in Skyrim, ich hab das doch eigentlich drauf. Ho! Das Bowl-Gemälde. Da war jetzt ein Gemälde drin, oder was? Wow. Na gut, dann hängen wir das Ding halt mal auf, dass sich die Kunden freuen. Da sieht scheiße aus. Aber im Moment kommen die Leute ja eh nicht rein. Ich cash ja draußen direkt ab. Aber falls sie mal reinkommen sollten, um vielleicht hier irgendwie mal meinen Andrew 2000 zu benutzen. I'm sorry, Dave. Könnte ich ja hier natürlich den ganzen Raum aufhübschen. Zack. Wer hat hier eigentlich an die Wände gechisst? Das muss ich auch noch besser machen. Dann nehmen wir so ein schönes Lachsfarben, dass jeder weiß, wenn man hier frischen Fisch kauft, dann ist er wahrscheinlich auch noch gut. Also ich muss schon sagen, das sieht echt gut aus. Komm raus. Raus mit dir. Ab. Oh. Ein neuer Kunde. Guten Tag. Haben Sie nichts an? Da fährt der unter die Melatidis rum. Sir, ich muss Sie wirklich bitten, was anzuziehen. Damn! Schnell, ich will Sie mal schnell bedanken, dass Sie wieder abhauen, Monsieur. Super! Was habe ich denn hier gemacht? Kann ich hier sauber machen? Tatsächlich! So, das alte Inventar raus. Dann machen wir gleich Neues rein. Das wird eine absolut geile Tankstelle hier. Ich vereinfache mir das hier. Hallöchen, Mrs. Monkey. Kann ich Ihnen hier einmal einen vollen Tank ans Herz legen? Das ist immer gut. In der Wüste kann man jederzeit stehen bleiben. Außerirdische und so ein Scheiß. Deswegen immer... Oh, fuck! Ich will nur nicht, dass sie stehen bleiben. Und ich habe Leertaste mit Linksleben verwechselt. Ich habe hier überall hingejist. Matratze auch noch raus. Was hat denn hier drin gepennt?
So, insgesamt, wie gesagt, lecker Teilchen. Ich gehe jetzt erstmal ins Bettchen, es war anstrengend genug. Und es ist ja auch schon 1.11 Uhr, ne? Geisterstunde ist schon rum. Ab ins Bett. Es liegt ja auch noch Müll rum. Was ist denn das? Choose your teammate. Ja, ich will natürlich... Ihmchen. Was habe ich jetzt davon? Nix. Voller Kaffeebecher, ist mir egal. Brotpaket, ab dafür. Ich habe eben Dennis wieder gehört. Wo ist denn der Kacklurch jetzt? Ich hab doch eben alles frisch angemalt. Nein. Da ist er. Ich muss ihn abschmeißen, ich muss ihn abschmeißen. Ah. Ja, tschüss. Dem habe ich es gezeigt. Dann morgen. Oh, aufstehen am Morgen vertreibt Hunger und Sorgen. Außer wenn du nichts zu essen hast, nicht wahr? Elon bringt mir wieder neuen Sprit am frühen Morgen. Das ist gut. Hallo, Elon. Geht's ja gut, ne? Naja, mir geht's auch gut. Also, an diesem wunderbaren Tag habe ich mir Folgendes rausgesucht. Ich möchte mir ein paar Regale dahinstellen, dass die Leute auch mal reinkommen und Alkohol kaufen. Also, jetzt nicht die Kinder, aber vielleicht auch die Kinder. Natürlich so ein großen Erfrischungsding. Na klaro. Snacks auch noch. Großer Essenstand. Ah ja, sicher. Was laberst du? Ist ja hier ein kleines Geschäft. Oder Industrie. So, Erfrischungsstand. Boom. Den mache ich direkt hier vorne hin. Oh, sieht das gut aus. Aber wo sollen die Leute dann parken? Ah, ich, am besten hier. Ich muss noch schnell den Sand wegmachen, dann läuft das. Ach, den muss ich ja auch noch tanken. Och Gott, ach Gott, ach Gott. Warte mal, ich muss erstmal zumachen. Kommt die Polizei jetzt wieder vorbei, oder was? Ah, nee, ah, nee. Guten Tag, Officer. Ich habe nichts von dem Jungen gehört, der irgendwie Dennis heißt oder so. Jetzt mache ich die Gisela geschwind voll. Okay. Ich bin der Winifred. Ich bagger alles weg. Wer mir hier einfach Sand hinkippt, der ist ein fetter Keck. Ist doch 100 Pro Dennis gewesen, die alte Wutz. Oh, Kundschaft! Ist ihr Auto dreckig? Ich schwöre, hätte ich jetzt schon eine Waschanlage. Ich würde dir dann einen sauguten Preis machen. Wer blitzeblank. Great. Leider. Bald, meine kleine Waschanlage, bald. Warte mal, der ganze Sand macht die Autos ja auch dreckig. Ich werde mir Sandzerstäubungsanlagen holen, meinen Sand nehmen und das hier schön auf der Straße verteilen lassen. So, dreckige Autos, dreckiges Geld, hoffentlich saubere Nutten. Das sieht gut aus. Noch ein Sandhäufelchen und dann, ach Gottes Willen, hallo. Ach, warte mal, die Müllabfuhr. Da kann ich Ihnen gerade mal hier meinen Scheiß geben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie wirklich betanken möchte, Madam. Sie machen ja gar nichts für die Gemeinschaft. Sie lassen einfach den Scheiß liegen. Alles gut auf der Straße, Officer. Wir sind keine polizeifreundliche Tankstelle. Außer wenn wir Donuts verkaufen. Da können Sie ruhig wiederkommen, Officer. Fettbacke. Und da bin ich fertig. Das sieht super aus. So, jetzt fahre ich Ruby wieder an ihren Platz. Und trage mal eben noch diesen 50-Kilo-Sack einfach ganz locker mit der Hand vorne. Jetzt muss ich natürlich meine Regale für morgen füllen, ne? Mit leckeren Snacks, Cornetto, Bierwurst. Und dann muss ich online einkaufen, auf Amazon. Hey, du, on work! Kaufe ich halt erstmal Parkplätze, es ist zum Brechen. Den will ich haben. Kostenlos? Es macht sich halt doch bezahlt, ne? Tsching! Oh mein Gott, kommt schon jemand? Da parkt, glaube ich, gleich jemand. Ist das kein Live-Bild? Kann das sein? Hallo? Gottes Willen. Ich kann jetzt gerade nicht. Oh. Da parkt er noch über. Können Sie ganz kurz herfahren und hier parken? Bitte. Ich mache auch den Dreck weg. Bin ja schon da. Haben Sie schon über unser Parkangebot Informationen einholen können? Die Parkplätze sind da, falls Sie mal einfach so parken wollen. Und auch aussteigen wollen. Sie können natürlich auch im Auto bleiben. Fuck you! Ach. Ja! Hi, welcome to Chili's. Ich hab noch nichts da drin. Können Sie... Bremsen Sie weg? Ich hab... Sie können... Mhm. Nichts. Ah, die ist in mich reingekommen. Sie nutzen unser großzügiges Müllangebot. Hat die gerade eben gehupt? Oh, Polizei. Oh, der ist ja schon drin. Ich muss kurz schließen. Das ist einfach zu krass. Ich muss kurz schließen. Wait a minute. Hallo, Jürgen, bist du's? Ja, ich bin's, Winifred. Ich wollte kurz noch sagen, ich brauche noch Geld von dir. Was? $5,000 sofort, los geht's. Shit! Ich habe 5 Minuten Zeit für 5.000? Ich muss sofort wieder aufmachen. Fuck. Kommen Sie bitte rein tanken. Bedient ihr den Kunden an der Kasse? Da ist doch über... Ich habe Zeug. Ich habe auch Snacks. Ja, dann ran. Leute, ich habe geöffnet. Wollt ihr was kaufen? Schnell. 3 Minuten, 20 Sekunden. Ich bin tot. Können ganz kurz 400 Kunden auf einmal kommen? Danke. Ja, bitte. Schnell. Einkaufen. Ja. Ja. Hallo, Sir. Wir haben eine breite Auswahl an Produkten. Wir haben Pupsi, Dr. Köttel, Orangeni und Paprika.
Das vielleicht eine Paprika sein? Oh, jawohl, nice, es rennt. Komm her, stopp. Ich mach mal eben ganz voll. Super. Yeah, super. Nimm dir irgendwas mit. Ja, füll auch den Müll, wenn du unbedingt willst, aber nimm auch was mit. Ja. Also, das ist dann einmal hier. Das ist ja total einfach. Zwei hat er sich sogar. Ach Gott, komm her. Warte mal. Ich muss schon sagen, also, ich bin ziemlich gut. Hallo, Sir. Wollen Sie vielleicht auch ein paar Snacks oder Getränke? Der Rubel rollt, Leute, der Rubel rollt. Drei Autos, ach Gott. Die Polizei ist da, ich hab noch keine Donuts. Shit. Flup. Flup. So, einmal geschwind voll tanken wird gemacht. Ich geh ein bisschen drüber. Ein bisschen, damit ich mehr Geld hab. Oh, da gehen direkt wieder zwei Kunden. Wow, das war knapp. So, ich hab 700. Ich brauch... Oh, fuck, ist die Zeit abgelaufen? Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Insta.